jeder Deutsche verursacht 12 Tonnen CO2 pro Jahr. Der Europäer, der durchschnittliche, verursacht etwa 9 Tonnen CO2. Ein Baum absorbiert durchschnittlich etwa 3 Tonnen CO2 in einem Menschenleben. Das heißt, unsere Rechnung ist einfach. Wenn jeder Deutsche 4 Bäume pro Jahr pflanzt, kompensiert er damit sein ausgestoßenes CO2. Ich habe damals Green Forest Fund gegründet, um eben mehr unberührte Natur zu schaffen. Wir kaufen Flächen, pflanzen darauf Bäume, die so lange wachsen dürfen, wie sie wollen. Wir wandeln Acker oder eine Wiese in Orte maximaler Artenvielfalt um. Wir schaffen neue Natur, wir erwerben diese Flächen und geben sie der Natur zurück. Die Natur darf dort ihr eigenes Gleichgewicht wiederfinden. Wenn man weiß, dass ein Baum 9550 Jahre alt werden kann, das ist der älteste Baum unseres Planeten, der in Skandinavien steht, eine Fichte. In Kanada der zweitälteste nicht geklonte Baum ist 3600 Jahre alt, eine Kiefer. Dann weiß man, wie alt solche Bäume eigentlich werden können. In der Forstwirtschaft werden sie nämlich viel früher eben der Rohstoffverwertung zugeführt. Und wir haben eben in Deutschland etwa 0,6% Wildnis, sagt selbst die Bundesregierung. Und wir wollen eben mehr unberührte Natur, mehr Wildnis schaffen, mehr Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Wir wollen mit euren Baumpatenschaften, Baumgeschenken, die ihr verteilt, die ihr bei uns erwerben könnt, Kapital sammeln und damit wieder sukzessive neue Flächen kaufen. Unsere Vision ist es, große zusammenhängende Schutzgebiete zu erwerben und darauf eben diese Orte zu platzieren, die maximale Artenvielfalt ermöglichen und auf denen die Urwälder von morgen wachsen dürfen.